von Lafroig gibt's was Neues mit Altersangabe. Schlechter April-Scherz, oder? Nein, es ist wahr. 10 Jahre. Sherry Oak Finish. Da müssen wir ran, oder? Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Ja, ein Alter auf einer Lafroig-Flasche, das ist ja schon was. Zuletzt hatte ich, glaube ich, einen Lafroig hier auf der Theke. Das war von diesem komischen Internethändler, ne? Falls ihn jemand kennt, 16 Jahre, hatte die, glaube ich, exklusiv die erste Auflage oder so. Ich habe das nicht weiter verfolgt. Ich glaube, 16er gibt es ja jetzt irgendwie überall. Der hatte mir ja ganz gut geschmeckt. Und jetzt haben wir wieder was mit Altersangabe. Also irgendwie mein innerliches Alarmsystem schlägt bei Lafroig wohl nur bei Altersangaben aus. Könnte man jetzt so sagen. Aber dabei stehe ich mit den anderen Abfüllungen nicht auf Kriegsfuß, um das ganz klar zu sagen. Ich habe hier den Triple Wood. Super Teil. So stelle ich mir ein Whisky ohne Altersangabe vor. Unter 40 Euro. Tolles Fass-Mix-Wirrwarr-Experiment, sagen wir es mal so. Nein, Experiment ist falsch gesagt, aber tolles Ding. Mag ich. Quarter Cask. Nochmal ein bisschen günstiger. Auch eine tolle Sache. Ne? Der 10er Standard ist ja leider nur mit 40 Volumenprozenten abgefüllt und das ist so ein bisschen, finde ich, der Knackpunkt. Oder man muss gleich wieder die Fassstärke nehmen. Aber die 48 Volumenprozente, so wie hier alle drei Flaschen sie haben, ist doch der inoffizielle Standard bei Lafroig. Ja, ich weiß, da gibt es dann ab und zu mal welche mit 43. Man blickt da manchmal nicht durch. Es gab, glaube ich, mal einen 15er mit 43. Dann gab es auf einmal wieder einen 21er zum 200-jährigen Jubiläum in klein. Und ja, da kommen, wie gesagt, die komischsten Sachen da ab und zu raus. Aber mit Altersangabe sind das immer Sondersachen. Da ist nichts geblieben. Das ist, finde ich, das Gemeine. Und sonst ohne Alter, wer es mir ja total angetan hat, ist der Ancuan Moor. So würde ich das jetzt aussprechen, ist natürlich total falsch. Der verschwindet, meine ich, auch so langsam. Irgendwie ist er in den Shops, finde ich, nicht mehr weit verbreitet. Auf der Lafroig-Seite findet man natürlich ganz wenig Angaben außer Marketing. Den fand ich sehr lecker, war aber immer ein bisschen teuer. Was hatten wir noch? Ein Port-Finish, diesen Bruder hieß das, glaube ich, übersetzt. Ne? Ich spreche es gar nicht erst aus, ich blende es ein. Fand ich super lecker. Jetzt gibt es auf der Lafroig-Seite, da war ich, wie gesagt, vorhin noch, da gibt es jetzt ein Portwood-Finish. Ist in Deutschland aber noch nicht so wirklich verbreitet, oder? Ist mir das auch wieder nicht aufgefallen, weil es kein Alter trägt. Nun gut, jetzt kommen wir mal auf unsere Flasche hier zurück. Und zwar 10 Jahre mit 48 Volumenprozenten Sherry Oak Finish. Ich hole meinen Spicker raus. Also, Erstreifung in Refill Oloroso und Bourbon. Und Ex-Bourbon-Fässern. Ne? Wie lange das Finish gedauert hat, wissen wir nicht. Aber dass es eben in Oloroso-Fässern stattgefunden hat. Und zwar aus europäischer Eiche. Denn davon wird da hinten ganz viel geredet. Genau. Das hört sich ja schon ganz lecker an. Und wenn vorher Refill-Fässer Oloroso schon dabei waren, das mit Oloroso, hier stimmt, habe ich hier so auch aufgeschrieben. Das klingt ja ganz nett, ne? Sonst, leider Gottes, sie stiften Verwirrung und ich tippe mal, sie machen es extra, denn sonst könnte man das ja ganz einfach auflösen. Ein paar Shops reden von einer Sonderedition 2021. Steht aber nichts drauf, also hieß limitiert. Andere Shops erwähnen das oder manche Seiten, andere Shops erwähnen das zeitgleich damit, dass der Triple Wood eingestellt werden soll. Ja, puh, generell mag ich eine Altersangabe, aber wenn ich jetzt weiß, hey, hier, Triple Wood, unter 40 Euro, cooles Ding, wird abgelöst oder verschwindet und im selben Moment, so in etwa, taucht dieser 10er auf, der, naja, fast das Doppelte kostet, zurzeit auf jeden Fall. Boah, da wird mir dann doch übel. Also so wichtig ist mir die 10 dann nicht, gerade beim rauchigen Eilermold, muss ich echt sagen.
Ne? Und ob die zusammenhängen, ob der wirklich verschwindet, es sieht zurzeit so aus. Die Shops ziehen alle die Preise an. Ne? Macht man aber vielleicht auch beim Gerücht schnell. Und unter 40 Euro, ich habe eben geguckt, ja, man bekommt die noch dafür, aber die meisten nehmen schon knapp darüber. Dennoch sollte es wohl ein bisschen dauern, bis der wirklich verschwindet. Dann habe ich hier hinten mir noch dazugestellt, weil klar, ich will ja vergleichen, habe ich ja noch gar nicht erzählt, aber ist ja auch nichts Neues für mich. PX-Cask. Aber das Wichtige finde ich bei dem ist auch Triple Matured. Denn das ist in dem Sinne nichts anderes als der Triple Wood, bloß dass er nicht in Oloroso lag. Hier steht Oloroso nicht explizit drauf. Auf jeden Fall habe ich es nicht gesehen, aber man liest es überall. Sondern dass der eben Ex-Bourbon, Quarter-Casks und dann eben PX-Fässer gesehen hat. 1 Liter Abfüllung gibt es schon ewig. Also ich kenne die noch, dass die hier oben 200-jähriges Jubiläum draufstehen hatte. Und das war eben 2015. Und der kam wenigstens noch mal ein Jahr früher raus. Kostet im Vergleich, also ich kann es ja mal eben sagen, er kostet im Liter 62 Euro, das wäre umgerechnet auf 0,7, 43,40 Euro. Also nichts, wo man jetzt wirklich meckern könnte. Den hatte ich auch noch nicht. Deshalb bin ich da schon gespannt. Aber mal schauen, er hier hat ja eben auch europäische Eiche, eben Oloroso. Und durch die Quarter Cask hat der natürlich, ist er so ziemlich frech und hat so einen kleinen Kick. Bin ich mal gespannt. Also da freue ich mich echt gleich drauf. Und dann nochmal das Ganze, ob man das nicht vielleicht doch besser aus dem PX-Fass nehmen sollte. Ne? Die Frage. Ich blende euch mal die Farbe ein. Auf dem 10er steht nichts drauf. Also müsste er ja laut Gesetz ungefärbt sein. Triple Wood steht drauf und beim PX steht wieder nichts drauf, soweit wie ich es gefunden habe. Ja, sie fallen grob gesagt unterschiedlich aus und der, wo Farbstoff auch noch wirklich drauf steht, ist am dunkelsten. Aber ja, nichts Genaues weiß man nicht. Ne? Sonderedition 2021 habe ich vorgelesen. Sherry Finish. PX, so haben wir. Gut, ach genau. Zu diesem verrückten Preis. Ich hoffe, er fällt noch, ne? Weil es gab ihn jetzt für 65 Euro, da war er aber schnell weg. Für 69 Euro habe ich ihn eben gesehen, also 69,90, dafür hätte ich ihn kaufen können. 70 Euro für einen 10-Jährigen, der 48 Volumenprozenten hat. Die 48 gefallen mir natürlich, aber praktisch ein ganz normaler Standard. Deshalb, um das mal zu verdeutlichen, es gibt auf Eiler, zum Beispiel dem Bomer, 15 Jahre, hat ein 3-jähriges Finish bekommen in Oloroso-Fässern. Der kostet 50 Euro. Ja. Kalila, Distillers Edition, 12 Jahre, 2 Jahre älter, 43 Volumenprozente, ab 50 Euro. Also das ist für mich auch irgendwo der Maßstab, wo der sein müsste. Bei Lafroy kennt man das allerdings. Die haben schon eine Menge Abfüllung rausgebracht, da hinten auch das PX-Cask war am Anfang super teuer, weil immer, oh, vom Reisebedarf und ist ja schon toll, dass wir ihn euch anbieten können im normalen Shop. Und der ist auch immer weiter im Preis gefallen. Ne? Also hoffen wir mal das Beste. Und ich tippe mal, dass am Ende eh meine Empfehlung ist, wenn ihr nicht total nervös seid und als Whisky-Trinker bringt das eh nichts, Whisky braucht Zeit, dann wartet einfach. Und wenn er dann verschwunden ist, also da würde ich eher gucken, dass man sich von Triple Wood irgendwie beim nächsten Einkauf was mitnimmt, ohne Hektik, als dass man sich jetzt auf diesen Zehner stürzt. So, jetzt legen wir aber mal los. Ja, der Rauch dominiert erstmal, ganz klar. Erzähle ich euch nichts Neues. Gefolgt von einem süßen Eindruck, einem süßen Sherry-Eindruck. Da würde ich jetzt am liebsten sofort den PX dazu nehmen, um es vergleichen zu können. Und es kommt ein bisschen auf die Entfernung an. Ein bisschen Terpentin, Lösemittel. Assoziation, die dann rüber Richtung bisschen Leder
und klassisch Sherry gehen. Leder. Gewisse Nussigkeit. Boah, aber diese Terpentin, das kann auch ein bisschen was von dem phenolischen Rauch sein, muss ich jetzt so sagen. Hängt mit der Entfernung zusammen. Also ist es auch. Das ist für mich ein Bestandteil vom Rauch. Witzig. Also Lösemittel. Aber also ich empfinde es gerade positiv, ne? Nicht falsch verstehen. Ja, drunter was, rote Früchte. Ich bin immer schnell bei einer Kirsche, wisst ihr ja. Ein bisschen Rosineneindruck habe ich aber auch. Das ist mehr so ein PX-Ding bei mir persönlich. Der Rauch ist jetzt zurückgetreten. Vanille kommt durch. Und klischee-mäßig. Also der Sherry sitzt da ziemlich stramm drüber mit dem Rauch. Aber ich bilde mir was Maritimes ein. Kann aber wirklich einfach totale Blendung sein. Wir nehmen ihn. Das Holz ist stark. Oh, es macht seinen Job. Rauch mit fruchtiger. Bei mir ist es wieder Kirsche mit Süße untermalt. Oh, die Nussigkeit. Schokolade, wenn ich sie nicht hatte. Oder Holzschoko. Das Ding tut's. Immer noch da. Ich bin gespannt, wenn ich gleich den Triple Wood habe. Also er kommt mir jetzt trotz der starken Eiche relativ gemächlich vor. Soweit wie das ein 10-Jähriger sein kann. Aber ich möchte gar nicht darüber spekulieren, wie jung dieser Triple Wood wirklich im Durchschnitt ist. Erst als ich jetzt diesen Alkohol im Mund hatte, die 48%, ist es mir wieder eingefallen. Vorher in der Nase überhaupt nicht. Also ich glaube, der braucht die auch, um diese starken Aromen zu transportieren. Ich glaube sonst, na, die sollten einfach mal den normalen 10er mit 48 abfüllen. Das wäre so eine Sache, das fände ich cool. Das wäre, glaube ich, was ganz Simples, Einfaches, aber Gutes. Der hier ist mir fast schon wieder so ein bisschen derb drüber. Ein bisschen Glühweingewürze, so die Richtung. Ich kann es euch nicht genau sagen. Der Sherry Hammer kommt auch erst im Abgang. Da kommt irgendwie alles auf einmal. Vorher im Mund habe ich den Rauch. Mund aus 48% ist er eigentlich nicht so der Kandidat, dass er wirklich viskos ist. Ich nehme ihn aber sehr, sehr vollmundig wahr. Ja, diese Gewürze, ich sagte jetzt eben so Standard Glühwein, plus das Holz. Das spielt sich irgendwie so eine Art Nussigkeit, Ledrigkeit, jetzt, ich habe jetzt nicht mehr diese Verdünnung, aber irgendwas, was auch ein bisschen Holzpolitur ist. Irgendwie spielt sich da alles drin ab. 10 Jahre, also nicht so wie bei so einem 16-jährigen Einzelfass aus dem Sherrybad, ne? Also um Gottes Willen. Okay, generell erstmal ganz akzeptabel, obwohl ich finde, er könnte am Anfang ein bisschen mehr im Mund bieten. Also es passiert, finde ich, vieles erst beim Abgang. Und vorne hat er ein Loch, wäre das falsche Wort.
Aber da ist er recht eindimensional mit dem Rauch und ein bisschen irgendwie diffus. So, jetzt wird spannend. Triple Wood. Wie gesagt, 50 Euro jetzt aus dem Bauch, wo ich die anderen beiden genannt habe. Ja, kann man vertreten. Hier unter 40, ja, das ist heute schwer durchzusetzen. In meinen Augen spricht hier nichts gegen eine dauerhafte Abfüllung. Ich meine, die machen den Zehner seit Jahr und Tag und dann müssen sie das Ding nur eben finishen. Also das ist ja kein Akt. Und ich denke, sie werden genug produziert haben. Und wenn sie den Triple Wood eben auch nicht mehr abfüllen, bleibt da ja auch ein bisschen was übrig. Ich fand das ja eigentlich immer ganz schön. Mir fehlte wirklich der Zehner ein bisschen mit 48. Dann hätte ich es echt toll gefunden. Einmal reine Ex-Bourbon-Fassreifung. Wer weiß, ob jetzt Hogsheads dabei sind, will ich jetzt gar nicht drüber spekulieren. Dann der Quarter Cask. 48 Volumenprozente, eben Finish in diesen Quarter Cask-Dingern. Und dann der Triple Wood. Das ist so eine tolle Geschichte, um so Fassreifungen kennenzulernen. Also, ja. Deshalb wäre ich echt traurig, wenn der Triple Wood verschwinden würde. Ich habe so ein bisschen so Muskatnuss in der Nase. So stärkere Gewürze, stärkeres Holz. Darunter ziemlich glatt. Aber so ein ganz kleines Prickeln in der Nase. Sherry ein bisschen flacher. Weniger auf der fruchtigen, sondern mehr auf der würzigen, nussigen Seite. Das vermixt sich dann mit dem ganzen anderen Rest. Vanille habe ich auch wieder, ja. Und hier einen maritimeren Eindruck als eben. Also hier glaube ich echt dran. Der Rauch ist ein bisschen aggressiver in der Hinsicht. Vielleicht, weil er sich noch nicht weit genug abgebaut hat. Der gefiel mir jetzt beim Zehner ein bisschen besser. Ah, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Dafür habe ich hier jetzt keine Verdünnung oder Lösemittel. Bisschen Kirsche. Erdbeer. Da gibt's den Punch. Wie ein Kickboxer. Bam. Boah. Das sind diese Quarter Casks, ne? Mein Gott. Ja, das macht den, denke ich mal, so beliebt. Also hier ist er ja noch mit Sherry untermalt. Ich habe mal beide zusammen probiert. Ich weiß gar nicht, ob es vor der Kamera war. Da habe ich gesagt, er ist der angenehmere Vertreter, der nicht ganz so extrem ist, aber jetzt gerade im Vergleich zum Zehner, er schmeckt nicht jung. Ein bisschen weniger Sherry, habe ich das Gefühl. Dafür eben dieser Bums, ne? Das Holz ist so ein bisschen anstrengender, sage ich da ja gerne zu. Auf der einen Seite ist es nicht sehr tiefgehend. Also ich fand, der Zehner hatte den längeren Abgang. Aber das, was am Anfang steht, wie gesagt, Krawallbruder, Kickboxer. Aber der macht, finde ich, Spaß, also für unter 40 Euro. Kommt auch nochmal hier schön der Rauch.
Eine Schokolade bildet sich, finde ich, nicht richtig aus. Dazu kommt da zu viel Würze durch. Aber so eine positive, bittere Untermalung mit Cherry-Tönen und Vanille, die ist irgendwie überall. Ja, das Ding, ich meine, schon tausendmal hochgelobt. Aber man müsste sie häufiger zusammen trinken. Also der Zehner ruht ein bisschen mehr in sich. Hat nicht so viel Wumms, so viel Show. Gefiel mir jetzt ein bisschen besser, der Zehner. Mich würde ja interessieren, ob der PX wirklich 1:1 gleich ist wie der Triple Wood oder ob es da Unterschiede gibt. Vom Mischungsverhältnis, von der Lagerungszeit, egal in welchem Fass jetzt. Ich greife mal rüber, er kommt leichter in die Nase. Ja, viel schwerer. Da merkt man dann immer erst, was das heißt, Oloroso-Note, nussig. Mandelig habe ich jetzt sofort dran gedacht. Vielleicht durch die Vanille so ein bisschen so an Bienenstich. Er ist aber nicht klebrig süß oder so, so wie manches übertriebenes PX-Einzelfass, was es heute so gibt. Die ganze Nussigkeit fehlt. Und an Süße hat es dem anderen nicht gemangelt. Ich nehme ihn einfach mal. Was halte ich denn jetzt davon? Als ob der Quarter-Cask-Anteil, ob jetzt Lagerzeit oder vielleicht auch das Mischungsverhältnis, so ganz habe ich das noch nie verstanden, wie die das machen, nicht so hoch wäre. Ist ein bisschen angenehmer. Und diese schwere Oloroso-Note fehlt. Also ich kenne es oft umgekehrt, dass der PX so eine super schwere Note mit sich schiebt. Und der Oloroso dann oft ein bisschen gelassener daherkommt. Aber hier ist es umgekehrt. Bisschen Frucht fehlt aber. Aber auch das mit dem Rauch, ich blende den jetzt ja so ein bisschen aus. Ihr habt immer diesen phenolischen Rauch dabei, der sich dann oft in die anderen Aromen damit vermählt, damit was Neues kreiert, hört sich so doof an. Aber ich finde, beim Laphroaig vergisst man häufiger, dass das eigentlich Rauch ist. Und dann vergeht es mir so. Bisschen Juicy Fruit, Kaugummi-Eindruck. Da ist kein Lagerfeuer dabei. Also das ist wirklich dieses Wort medizinisch, ohne dass ich mir selber konkret eine Erinnerung im Kopf habe, dass es in der Arztpraxis im OP-Saal oder so irgendwie so schon mal gerochen hätte. Den finde ich spannend. Ich springe nochmal zurück zum Zehner ohne zu spülen. Ja, man merkt einfach sein junges Alter von 10 Jahren und die anderen sind eben noch blutjünger. Jünger. Die Oloroso-Note gibt gleich wieder den Ton an. Und hier nochmal. Eben sagte ich ja, der hätte weniger, aber das muss man häufiger probieren. Also sie sind dicht zusammen.
Jetzt kommt die Eiche, das europäische Holz. Ich glaube nicht, dass das Finish komplett dafür verantwortlich ist. Wenn die vorher Refill dabei hatten, was die natürlich durch die Triple Wood Reifung genug da haben und durch die ganzen anderen Abfüllungen, die sie so produzieren, kommt genug schöne Refill-Eiche, europäische da noch mit rein. Dann noch ein Finish. Egal wie lang es ist, tut noch sein Übriges dazu. Das hat der Triple Wood in der Form nicht. Dazu das Ganze ein bisschen ruhiger, ein bisschen feiner. Aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt 65 Euro zahlen wollen. Weil das eigentlich auch total für ein Isla Malt eigentlich eine total coole Mischung ist. Mit dem phenolischen Rauch, so gerade so ab und zu so ein paar Eindrücke auch eines Bourbons kurz in der Nase gehabt, am Gaumen gehabt. Wie beschreibe ich die jetzt? Wo kommen sie her? Das hat so mancher Bourbon, der Liar Craig, 12 Jahre, der fand ich, hatte das auch so in der Art. Irre. Ich weiß jetzt nicht, wo es herkommt, weil da irgendwie, die haben ja eigentlich überhaupt nichts gemein. Kein bisschen, aber es ist irgendwie so eine Art Verdünnung. Also diese Klebstoffnote, die man Bourbon nachsagt, habe ich hier irgendwie durch diesen Rauch und ich weiß nicht, durch was in diesen Fässern. Aber das fand ich jetzt auch nicht negativ. Aber so, das, da ging ein bisschen mehr Würze bei ihm rum. Ob es dann diese Quartercasts sind, keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Sind die vielleicht aus frischer Eiche oder sind die auch aus Refill? Kommt es daher? Okay, müssen ja auch mal zum Ende kommen, ne? Mhm. Ach, den PX, den fand ich klasse. Der ist so ganz anders. Triple Wood und das Sherry Finish, die hängen relativ dicht zusammen. Kann man schön nehmen, um einfach mal 10 Jahre mit Unbekannten oder mit einem NAS zu vergleichen. Sagen wir es mal so. Und er hier ist so komplett anders, als ich ihn erwartet hätte. Ich hatte jetzt nach diesen schweren Sachen, die ich davor hatte, dachte ich schon, der haut so mit dem PX rein, dass ich am Ende schon wieder sage, das ist zu viel des Guten, aber der PX ist hier ganz für PX-Verhältnisse dezent drunter, so wie beim Lagavulin, sagen wir es mal so, bei der Distillers Edition. Und auch ich finde hier diese Würze von den kleinen Fässern nicht so extrem. Harmoniert besser. Oder was ist besser? Anders. Ist eine schöne Variation. Also, ja, ich meine, den gibt es ja, was ich sagte, auch schon jetzt 6-7 Jahre. Die Speicherkarte mal wieder. So, ich muss zum Ende kommen. Der PX ist auch schon länger am Markt. Das wollte ich nur sagen und hat wohl seine Fans. Und ja, kann ich verstehen. Also er ist nicht so schwer wie der Triple Wood, was ich eigentlich eher umgekehrt erwartet hätte. Der Triple Wood übrigens noch am Rande, den gibt's angeblich seit 2008, habe ich als Info gefunden. Also noch mal ein bisschen länger als den PX. Und ob wir jetzt wirklich diesen 10er dauerhaft haben als Ersatz für ihn oder nicht, ja, das wird die Zukunft zeigen. In dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.